starten wir auch schon mal direkt mit der Aufnahme. Es kann losgehen. Wir starten direkt gegen den Barcode-Zerg. Geil. Gutes Warm-Up-Match. So muss das sein. Seltsam von Rainbow Six Siege oder generell Strategie-Shooter. Ja, ich bin überhaupt kein Shooter-Fan, auch wenn das Strategie-Element natürlich da schön mit einschlägt. Nee. Ist überhaupt nichts für mich tatsächlich. So. So, ich muss noch die Szene wechseln in Game. Barcode-Zerg für IP. So. Irgendwas stimmt hier mit meinem Ping nicht, oder? Doch, 25, aber irgendwie das. No. Naja, egal. So. Machen wir gleich mal los. Mit der ersten Prop zu scouten und werden. Nein, oh Gott, da habe ich den Waypoint falsch gesetzt. Ja, ist das Aufwärmmatch. Das gehört ja dazu. So, wir werden auch direkt mit gescoutet. Ganz vertraut er mir also nicht. Brauchen auch keinen Ken Rush zu faken, weil das kauft er mir sowieso nicht ab, denn er kann mich ja scouten. So. Fast den Stream heute vergessen. Das wäre natürlich fatalst gewesen hier. Wo ich doch heute gegen den Master Zerg gewinne. Warum ist diese Drohne, ist die wieder zurückgefahren? Oder versucht die uns zu blocken? Oder zu Proxy-Hatchen? Alles Möglichkeiten, denen es auf den Grund zu gehen gilt. So. Kurz mal nach hinten fahren. Ist auch keine Proxy-Hatch. So, jetzt brauchen wir dringend hier den Pylon. So, und einmal nach hier schauen. Aber ich sehe sie nirgendwo. Gut. Akzeptiere ich soweit. Scheint mit seiner Probe wieder nach Hause gefahren zu sein. Alles gut. Oh. So. Dann fahren wir hier mal rein. Da sind die ersten Linge. Speed upgraded. Sammelt mit einer Prop weiter Gas, wenn ich das richtig gesehen habe. Also da müssen wir jetzt keine frühe Gefahr mehr erwarten. So, stellen wir dich mal nach vorne. So, und dann müssen wir jetzt hier gleich mal langsam dicht kriegen. So. Gut. Ah, toll. Natürlich so rumgerannt. So. Dimensionalstränge abgestimmt. Zack. Machen wir hier Full Wall? Nee. So. Teleportation erfolgreich. Hier dritte. So, hier wird natürlich nicht viel zu sehen sein. Das ist nur einmal zum Reinfliegen, einmal zum Snipen von einem Worker. Leatech ist auf dem Weg, alles klar. Ist immer eine Queen. Gut. Dritter da auch, dritter da auch. So. Ich geh mal dorthin.
Twilight. Ja, wahrscheinlich geht er auf Hydras. Kennen wir die Geschichte. Kann natürlich auch auf Mutas gehen. Ist auch möglich. Ist tatsächlich auch ja wieder so ein bisschen mehr in Mode gekommen. Uns auch nochmal einen zweiten Phoenix. Gesehen heute Hastings Livestream. Da hat er gegen Stefano ganz viele Trainingsmatches gemacht. Das war auch sehr aufschlussreich. Er hat einfach immer ganz viele Oracles gespielt. Haar-Style. Oh. Gut. Gut. Hep. Und wir bräuchten mal Immortals. Hier mal kurz drüber schauen. Da kommen die Hydras, alles klar. Leider noch keine Möglichkeit dafür hier vernünftig. So. Nur so wenig Gates eigentlich. Das gefällt mir nicht. Oh. Er hat sich zurückgezogen. Zumindest so ein bisschen. Sieht es denn so upgrade-technisch aus? 0-0. So, das Blöde ist halt, ich komme hier erstmal, bis ich Storm habe, nicht raus. Ja, sollte eigentlich im Bau sein. Zieht sich schon wieder zurück hier. Storm ist durch. Ich würde jetzt ganz gerne expandieren. Und das werden wir jetzt auch. Gut. Oh nein, blöder Supply Block hier, aber ist gleich eh vorbei. Wie viel haben wir? Ne, euch haben wir noch so. Gut, und dann geht's jetzt los. Kurz nochmal einmal checken, was hier so los ist. Queen. Ja, locker. Das hatte ich befürchtet. Nein. D.
Das hatte ich leider befürchtet. Erleuchtet mich. Nee, nochmal Disruptor. Hatte ich nicht irgendwo noch eine Robo gebaut? Wo ist meine zweite Robo? Zellitz für Hydra ist ja natürlich ganz nett, um ehrlich zu sein. Oh, echt. Wo ist denn meine zweite Robo? Da. Mein Bewusstsein ist erwacht. Gut, wir brauchen noch ein paar mehr Props. Aber eigentlich doch mal eben nochmal ein Warp Prism. Mein Bewusstsein ist erwacht. Upgrade durchgeführt. Kann man mitnehmen, das Upgrade. Was verlangt ihr? Gut. Müsste halt eigentlich viel mehr Echsen, ne? Ich bin viel zu vorsichtig hier. Da sind übrigens die ersten Lurker. Ich lebe weiter. Warum warst du denn hierhin unterwegs? Hier ist keine Base. Was verlangt ihr? Wir brauchen Oracles. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich lebe weiter. Ist natürlich jetzt scheiße, jetzt zu resten, wenn ich keine Supply Pylons habe gerade. Sollten wir lassen. Nein, warum hat denn das Oracle nicht getriggert? Oracle! Oracle! Wo sind denn meine Disruptor? Ich verstehe. In Ehren. Wir stellen uns meine Aufgabe um. So, eigentlich müsste ich Tempest oder Carrier bauen.
Was hast du denn hier eigentlich eingeladen? Woodlots. Twilight dort. Was macht ihr hier Einheiten? Das ist ganz dumm. So, ich habe halt kaum noch Geld. Das ist nicht gut. Die ersten Carrier sind halt da. Geil. Mein Leben für Ajur. Genug, meditier. Warte auf Order. Träger eingetroffen. Kalt. Kassar, die Templari. Was macht ihr hier? Können wir bitte stehen bleiben irgendwann? Vielen Dank. Ich habe jetzt auch nicht viel expandiert, ne? Haben wir noch ein Oracle? Ne, haben wir leider nicht. So. Der nächste steht immer. Oh Gott. Erleuchtet mich. Prismakern online. Wir sind quasi gemaxed, ne? Das ist natürlich schon etwas merkwürdig, diese Situation hier gerade. Wir haben nicht kaum Geld. Wir können natürlich auch kein Mothership bauen in diesem speziellen Sinne hier. Interessant, dass er hier hingeext hat. So, wo ist denn seine Armee? Was? Boas? Interessant. Reicht übrigens immer noch nicht für. Stormt! Okay. Das war ja auch mal schon wieder ein schönes Startmatch. So. Keine Klausurenphase oder was? Ja, die ist ja schon länger nicht mehr. Ist nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ja, schon anderthalb Monate nicht mehr. So. Das ist immer unterschiedlich tatsächlich. Ich habe ja gewechselt und hier ist das ein deutlich anderer Termin, an dem ich Klausurenphase habe. Den Januar hatte ich komplett durchgehend, aber dafür war es danach vorbei. Das war sehr schön. So. Oder Nergobot ist nicht mehr Sub. Da muss ich aber nochmal ran. Ist der erste Monat schon wieder rum hier. Sieht so aus, ne? Ja, mache ich gleich, wenn wir aufs Turnier warten wahrscheinlich. Ich mache jetzt mal direkt weiter. Endlos maximal Diamant 1, Master 3.
Meins auch. Und damit ist das stärkste von allen Rassentief-Spiele. Naja, gut, so. Ja, war aber doch ganz nett. War der wirklich Master mit Zerg? Oder hat er Off-Race gespielt? Nee, das war ich ja schon wieder. Hä? Spielüberblick? Schnell! Ranglisten, aktuelle Season? Nein! Wir kriegen aber schon wieder ein Master-Spiel. Also scheinbar scheint Blizzard uns hier gerade ein bisschen hoch einzustellen. Das gefällt mir nicht. Oder wir treffen nur auf Off-Race-spielende Spieler. Auch das ist möglich. So, good luck, Kevin. I'm Zerg. Gut, jetzt muss ich gleich jetzt schnell die Hotkeys umstellen. Zack. Hotkeys. Da war wieder das gute alte Zack übrigens. Zack. Offensichtlich auf Race. Gut, so. Genug mit meinem Gegner gechattet. Nein, heute kein Community Game. Ich muss heute pünktlich Schluss machen. Gleich noch Fußball ist. Eben hat er das beschissene Montagsspiel, was kein Mensch haben will. Aber naja, so. Drei ins Gas. Außerdem war es tatsächlich in den letzten Community Games sehr, sehr nervig. Da sind eigentlich immer relativ selten Spiele zustande gekommen und wenn, dann hat es ewig gedauert. Deshalb lassen wir das jetzt mal etwas Besonderes bleiben und nicht mehr am Ende von jedem Stream machen. Dann ist das vielleicht auch ein bisschen nachgefragter dann an den Gelegenheiten, wo es dann ist. Weil für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn ich 10 Minuten im Menü sitze. Das macht mich wahnsinnig. So, und ich denke, vielen Zuschauern geht das auch so. Die Leute, die mitspielen, natürlich dann nicht. Weil da für die ist ja der Grund, dass es so lange dann dauert, aber nein. Das Gebumse hier. Hallo, ich möchte nur euch beiden haben. Danke. Aber auch nicht gut hier. Nein, jetzt kennen sie das doch. Gott, was mache ich denn hier? Ich bin noch nicht im Zerg drin hier. Gott. Also, es soll Hellions geben. Das haben wir schon gesehen. Wir werden uns jetzt hier das Baning Nest gönnen. Kann man sich hier eigentlich nirgendwo verstecken so richtig? So, einmal kurz drüber schauen. Habe ich da eigentlich endlich Speed jetzt? Wir brauchen mehr Overlords. So. Schnell creepen.
Schnell weiter creepen. Hier wird er Makrot. Nertek nicht verschlafen. Gegen Cloak abwehren. Und schön weiter drohnen. Zack. Und deutlich mehr Gas. So, alles da rein. Warum ich so wenig Linge? Und der Cycler ist dabei. Interessant. Das ist nicht so gut für mich. Alter, machen die Schaden. So, so viel zu, er spielt übrigens nur Makro-Game. Das haben wir jetzt mal schon mal enttarnt, dass dem nicht so ist. Frage ist, spielt er komplett Mech oder war das nur so eine kleine, so ein kleiner Mech-Trupp, den er mal aufbieten wollte? Fall bräuchten wir mal eine Dingens. Das sieht tatsächlich nach Mech aus. Jo, das ist Mech. Mutation So, einmal schön Siegerkacken von der Queen. Wir könnten noch einen Hive-Tech starten frühzeitig. Wo ist denn hier die Queen hin? Dort. Okay, kompletter Pushgun. Wo bleiben denn meine Swarmhosts? Was macht ihr hier, Einheim? Bitte hört auf, so viel Bullshit zu machen. So. War leider viele Swarmhaus verloren. Weil die nicht gesammelt fertig waren.
natürlich ein bisschen ärgerlich ist. So, und das Upgrade brauchen wir auch dringend. Ich brauche viel mehr Gas. Viel zu wenig Gas. So. Hivetech ist ja immerhin schon gut auf dem Weg. Ich hatte schon gerade Befürchtung, ich hätte das irgendwie verschlafen mit dem Hivetech. Nein. Glücklicherweise nicht. So, ich glaube, das reicht an Swarmhorst. Auch mit auf 3, 1 hier drauf. Problem ist unschön. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Unsere Drohnen werden angegriffen. Das ist leider zu früh. Die sind halt noch nicht fertig, logischerweise, weil da gehört das Bayer gleich erst fertig ist. Wie lange dauert das denn, bis endlich der Greater Spire durch ist? Längste morphene Gebäude EU-West. Ich habe leider auch Overlords an der Stelle verloren. Jetzt, wo ich endlich mal was bauen dürfte. Ja. Nein, och Mann. Manchmal sind Einheiten noch einfach dumm. Was macht ihr denn eigentlich hier? Oh. Wird jetzt wahrscheinlich Mars Dingens bauen. Mars Viking. Hallo, könnt ihr auch mal schießen? Wo bleiben meine Broodlords endlich? Ja, komm, eigentlich können wir das auch aufgeben. Da brauchen wir gar nicht weitermachen. Ist halt ein Mech. Witz machen. Ich hätte halt viel früher Creep spreaden müssen, vernünftig. Aber ich habe halt kein Income mehr gehabt dann am Ende. Ja, Mech halt, ne? Was willst du machen? So.
Gut, ein Zerg und endlich mal kein Mastergegner. Wie lange haben wir denn eigentlich noch? 10 Minuten. Oh, da muss ich mal beeilen. Dann geht das Turnier los. Aber gegen den Zerg kann man auch bestimmt mal nennen. Was mache ich denn als Protoss gegen den Zerg, was schnell geht? Two-Base Ling All in. Ling sag ich schon. Two-Base Zealot Arcan All in. Aber ich habe nicht mal 10 Minuten, ne? Ich glaube, das machen wir tatsächlich. So. Ah, das wird wieder zeitlich sehr, sehr eng. Vielleicht muss ich das Turnier auch einfach mal sausen lassen. Leute, was meint ihr denn im Chat? Soll ich diese Partie einfach vernünftig spielen und dafür das Turnier sausen lassen oder gleich das Turnier spielen? Das sind so die beiden Alternativen, die wir hier hätten. So, Turnier spielen. Schade. So. Ja, wir werden gleich dann einfach ganz viele Gates bauen. Und einfach ein Gateway All-In spielen. Mit vielleicht einer Twilight dabei. Mal gucken. So. Gasgasierer. So, ich denke, die Echse wird. Ja, die wird jetzt nicht früh genug, so kleiner. So, drei da rein. Drei da rein. Cybercore. Und uns mal ein Zealot. Was machst du denn eigentlich hier? So. Mein Leben für Ajur. So. Chronobus kurz noch da drauf. So, wir nehmen erstmal kein Gas dort. Oder? Doch, nehmen wir wohl. Wir nehmen gleich Gas dort. Woher proxyen wir eine Robo? Ja, das ist sehr gefährlich, was ich hier mache, ich weiß. Wenn das gleich gescoutet wird, bin ich tot. So, wie viel haben wir jetzt? 4, 5, 6. Das eine Gas wahrscheinlich wir bauen sollen. 7. So, jetzt kommen wir schon die unterschwellige Botschaft. Beende mal schnell dein Match. Denn hier eigentlich? Erneuert die Lüge.
mal dich, Chronobusten. So, mit dem zweiten Immortal werden wir dann losrennen. Man daher. GG. Ging doch. So, und dann sind wir bereit fürs Turnier. Und können dann gleich mal schauen, wie wir da weitermachen. Das heißt aber erstmal, war es das jetzt für den ersten Teil der Livestream-Aufzeichnung. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn wir dann, wie gesagt, das Turnier spielen werden. Hier oben rechts könnt ihr das Folge klicken, unten rechts ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Und vielen Dank, Hitman16, für den Follow.